Moin, Mahlzeit und hallo, hier ist der Ming Panther. Ich begrüße euch recht herzlich im Video. Bevor das beginnt, eine kurze Info. Heute Abend, Samstag, 19 Uhr, werden wir versuchen, einen Weltrekord zu brechen. Und dazu brauche ich euch. Ich hoffe, ihr schaut im Livestream vorbei, denn wir wollen einen Ping Panther sagt in PUBG veranstalten. Und bis jetzt besteht der Weltrekord noch unter 70 Mitspielern. Und ich hoffe, den werden wir heute brechen. Wie gesagt, dazu brauche ich euch. Und ich möchte nochmal sagen, ganz lieben Dank an den Monte, dass der mir jedes Mal die Möglichkeit gibt, da in Fortnite bei ihm auf dem Private Server was aufzunehmen. Deswegen seid bitte mal so freundlich. Unten in der Videobeschreibung ist natürlich der liebe Monte verlinkt. Schaut mal bei dem vorbei. Der bringt mir jetzt demnächst auch eine lustige Runde Monte sagt raus. Und jetzt noch eine kurze Sache. Ich arbeite ab jetzt mit Kinguin zusammen und ich würde mich mega freuen, wenn ihr mich da auch so ein bisschen unterstützen würdet und halt eure Keys da kauft. Die werden nämlich für heute Abend auch einiges zur Verfügung stellen. Zum Beispiel für den ersten Platz 70 Euro Gutschein, dann für den zweiten 50 Euro Gutschein, für den dritten 30 Euro Gutschein. Und jetzt will ich euch nicht länger aufhalten. Ab dafür das Video. Hey! Hallo und herzlich willkommen, hier ist der Ping Panther. Ich begrüße euch recht herzlich hier bei Monte im Stream. Wir spielen eine Runde Ping Panther sagt und ich erkläre euch die Regeln. Ping Panther sagt ist ein Befehl. Der Folgebefehl sollte im gleichen Atemzug gesagt werden. Und stehend und mich anschauend ist die Grundstellung. Wird nur durch den Befehl Ping Panther sagt immer ganz oder teilweise aufgehoben. Jede Bewegung außerhalb meines Befehls ist tödlich und ihr springt bitte alle Tilted Towers ab. Ping Panther sagt, springt alle Tilted Towers. Das wird jetzt lustig. Auf Englisch wird es auch lustig, ja? Also Tino, man soll dir dann nicht hinterher gucken. So wie ja, das wollte ich jetzt doch. Auch fahren. Doch. Mir hinterher gucken, ja. Also wenn du gerade meinst, jede Bewegung ist tödlich und dann bewegt man jeder sich halt, wenn man Bewegung außerhalb meines Befehles, aber das gehört zur Grundstellung, ne? Also die Grundstellung... Okay. Ja, dann ist alles gut. Alles looten, oder? Genau, Ping Panther sagt, lootet, tiltet, damit ich genug Waffen habe, um euch einen Kopf kürzer zu machen. Ich freue mich. Oh, sorry, Bruder. Verpiss dich, das ist mein Hack, du Arsch. Bin auch ganz leicht zu erkennen. Ich habe einen Schwimmflügel hinten auf dem Rücken. Timo, eine Frage ganz kurz. Dürfen wir, um zu looten, auch Materialien nutzen? Ja. Ja, dann sag's bitte auch richtig. Ping Panther sagt, ihr dürft auch Materialien nutzen zum Looten. Danke. Mein Ziel ist es, heute weit voranzukommen. Ich bin mal gespannt, wie lange du durchhältst tatsächlich. Ja, so rein feedback-technisch von den Frauen nicht so lange, Kappa. So, Ping Panther sagt... Oh, die Zone ist auf jeden Fall schon mal nice. Ping Panther sagt, wir treffen uns alle hier am Glockenturm, am Uhrturm. Tino, ich habe noch mal eine ganz kurze Frage. Frag. Der Grundbefehl ist, stehend dich anschaut. Spielt es dabei eine Rolle, ob wir die Spitzhacke oder die Waffe in der Hand haben? Nee, ich will es nicht zu kompliziert machen. Ja gut, ja, so mache ich es auch bei mir, Digga, easy. Okay, Ping Panther sagt, stellt euch mir gegenüber am Bordstein nebeneinander auf. Na, findest du dein Plätzchen nicht? So, prima. Dann fahren wir mal dieses Ungetüm hier weg. Das stört ja nur. Dann schmeißt mal bitte alle gelooteten Sachen raus. Herzlichen Dank. Das ist lieb von dir. So, Ping Panther sagt, werft alles Gelootete raus. Nehmen wir mal so ein paar leckere Sachen hier. Ping Panther sagt, nehmt euch jeder eine Waffe mit Munition. Sorry, ganz kurz, ich war ganz kurz gemutet. Tino, sorry. Ping Panther sagt, nehmt euch jeder eine Waffe mit Munition. Ich habe gesehen, dass du in einer einen Folge hast du auch gemacht und hast den Leuten gefragt, was sie so alles hinten drauf haben und so weiter. Ja, aber ne? aber dann habe ich gemerkt, es ist ja Third Person. Die Leute können sich ja selber angucken. Trotzdem haben einige eine falsche Antwort gegeben, das war ganz lustig. Okay. Einmal hinhocken.
Okay, Pink Panther sagt derjenige, der den Ball geworfen hat, einmal hinhocken. Feigling. Okay, dann folgt mir mal. Ah, der hat sich auf jeden Fall schon mal bewegt. Perfekt. Pink Panther sagt, hinhocken. Okay, das ist stellenweise ein Bug, ne, wenn die dann irgendwie so oben schweben, ja, ne? Ja, das ist ein Anzeigebug, Digga. Okay, Pink Panther sagt, folgt mir hockend in einer Reihe hintereinander. Okay, jetzt wird's richtig extrem. Pink Panther sagt, einmal pupsen. Bin ich mal gespannt. Too late. Genau, das war nämlich ein Befehl. Das heißt, im Prinzip hättet ihr auch den alle wieder ich stehen aber müssen. Nicht. Ach so. Okay, ist doch, Befehl ist Befehl. Okay, folgt mir weiter. Pink Panther sagt, folgt mir hockend weiter. Sieht schon echt lustig aus. Pink Panther sagt, etwas schneller. Warte kurz, was? Ich muss da einen erschießen. Das war's komplett. Auch zu spät. Sehr schön. Grundsätzlich nur mal so einen kleinen Tipp. Sich direkt vor mich stellen, das könnte eventuell tödlich enden. So. Dann stellen wir uns mal alle bitte hier oben aufs Dach. Wenn es geht, bitte in einer Reihe. Ja. Okay, Pink Panther sagt, geht alle aufs Dach und stellt euch in einer Reihe auf. Das wären jetzt zu viele gewesen. Okay. Verpiss dich doch mal, Fliege, Mann. Der Letzte, der hinten auf dem Tennisplatz ist, stirbt. Oh nein, Digga, nein! Mann, das war die scheiß Fliege, die mich abgelenkt hat. Geil. Die fliegt die ganze Zeit auf meinen Arsch. So, komm. Ach, kacke, Digga. Obvious gestorben. Auch Mann, Alter. Hier, mach keinen 1,30er. Geh mal raus jetzt hier. Ehrenmäßig, derjenige, der auch hier nach vorne gelaufen ist, der stellt sich mal bitte hier auf die andere Seite, bitte. Das fuckt ab! Okay. Pink Panther sagt, ihr beiden geht bitte drüben zum Tennisplatz. Das ist ein Basketballplatz hier nur im Übrigen. Oder Basketball, ja, okay. Mann, Digga, das fuckt mich ab. Weil ich konzentriert war, weil die Fliege die ganze Zeit gekratzt hat. So, Pink Panther sagt, ihr beiden macht jetzt ein schönes, episches Hackduell. Ah! Perfekt. Du bleibst da stehen, Pink Panther sagt, du darfst dich einmal heilen. Du kriegst gleich noch einen neuen Gegner. Ah, Hilfe, bin runtergefallen. So. Dann bitte alle mal hinhocken. Keiner. Pink Panther sagt, schau nach oben. Digga. Ja, Pink Panther sagt, du, mein Freund, du gehst mal drüben zu dem Basketball. Platz und komm direkt mit. So, bei drei fangt ihr an und prügelt aufeinander ein. 1, 2, 3. Ja, prima. Habe ich Pink Panther sagt gesagt? Nope. So. Könnt ihr mal die Lücken schließen? Hier. Ja, bei dir läuft es auch ganz prima. Könnt ihr mal die Lücken hier schließen, bitte? Pink Panther sagt, schließt die Lücken. Alle mal aufrücken. Perfekt. Jetzt einmal die Waffe in die Hand nehmen. Pink Panther sagt, einmal springen. Pink Panther sagt, zweimal springen. Dreimal springen. Oh, du hast dich schon ganz übelst versaut. Okay, dann kommt mal mit. Pink Panther sagt, folgt mir. Alle auf den Basketballplatz. Wo ist Kollege Schnürschuh? Ah, der sich verpieselt. Hä? Pink Panther
sagt, kommt alle zu mir. Hier war doch noch ein Überlebender. Der sollte doch hier warten. Hat sich verdieselt. Aber wir werden erkennen, wenn er aber wiederkommt. Das war ein Driftskin. Und den gibt's noch einmal. Pinkmaner sagt, folgt mir. So, wir werden aber ein paar Zufallssachen machen. Ich brauche ein bisschen freien Platz. Dann würde ich sagen, zusammen schaffen wir das. Ja, zusammen werden wir das wahrscheinlich alle schaffen hier. Haut mal bitte kurz hier die Mauer weg, dass wir hier ein bisschen Platz schaffen. Hier vorne die Mauer bitte. Könnt ihr mal bitte alle ein bisschen helfen? Die Zone kommt, by the way, ne? Ey, krank, keiner. Okay, Pinkmaner sagt, folgt mir. Die Zone. Ja, deswegen. Machen wir hier mal einen kleinen Abflug. Ei, die Waldfee. Du glaubst gar nicht, wie schwer das für mich ist, auch wenn es jetzt hier mit der Tastatur ist, ist es trotzdem auf der PS4 und das reagiert ja gar nicht so genau, wie es bei euch mit dem Controller ist. Das ist ganz schön schwierig. Ich habe jetzt mal versucht, auf der Switch Fortnite zu spielen, also das ist echt ein Ding der Unmöglichkeit für mich. So, jetzt schaffen wir noch schön entspannt. So. Einmal hinhocken. Krass. Stellt euch mal mir gegenüber hier ans Haus. Pink Panther sagt, stellt euch mir gegenüber ans Haus. Mal gucken, ob ihr aufgepasst habt. Sucht euch einen Partner. Okay, Pink Panther sagt, sucht euch einen Partner. Okay, Pink Panther sagt, nimm eine Waffe in die Hand. Guck mal, Pink Panther sagt, du da, guck mal, du hast hier deinen Partner. Oder Partnerin. Genau, und hier der Fußballer und du, genau, ihr beiden auch. So, ich werde jetzt eine Geschichte erzählen. Bei der Zahl 3 dürft ihr auf euren Partner schießen. Pink Panther sagt, schau deinen Partner an, die ganze Geschichte über. Pink Panther sagt, ziel auf seinen Kopf. Also, ich erzähle jetzt eine Geschichte. Bei der Zahl 3 darfst du ihn töten. Es waren zwei Entchen, die schwammen auf dem Teich. Da kam eins dazu, da war es eins mehr. Trotz alledem schwammen diese drei Entchen dann... Echt jetzt? Okay, da habe ich tatsächlich noch nicht Pink Panther sagt gesagt bei der Geschichte. Hey. Ja, ist voll dumm, jetzt bin ich auch so, da wo ich nichts falsch. Und das haben tatsächlich zwei Pärchen haben es hingekriegt, das nicht zu machen. Krass. Pink Panther sagt, folgt mir. Digga, mein Partner. Tino, nochmal ganz kurz angemerkt, Pink Panther hat immer recht. Vom Grundsatz her, ja, warum? Was war jetzt? Nee, nur so, weil Carbo sich gerade aufgeregt hat, dass er gestorben ist, weil der andere nicht gehört hat. Aber es ist halt Zufallsprinzip, Digga, ne? Ja.
Richtig. Ich habe mir nämlich letztens deine Oldschool-Folgen wieder in Black Ops 2 angeguckt, da hast du nämlich auch am Anfang gesagt, wichtig ist, Pink Panther hat immer recht. Ja, weil ich bin halt auch nur ein Mensch wie jeder andere auch, weißt du, so, ich mache halt ja, auch meine auch Fehler so, ja. Und ja, ja. Das, du hast sonst unendlich viele Diskussionen und hier geht es ja echt nur um die Unterhaltung irgendwie, von daher. Aber die Leute sehen es auch nicht so eng, also. Ich habe es ja vorhin auch so gemacht, per Zufallsprinzip. Würde es jetzt um 500 Euro gehen, dann ist nochmal was anderes. Aber wie du gesagt hast, es geht um Spaß. Und dazu gehört halt auch, dass man mal per Zufall stirbt. Genau, am Samstag, da geht es bei mir nicht mehr um Spaß. Dann mache ich in PUBG, will ich den Weltrekord brechen. Ich habe gesehen, dass du in PUBG, Dings gemacht hast. In PUBG suchen und Pink Panther sagen. Das fand ich cool, Digga. Genau, und das will ich am Samstag in meinem Livestream machen, da will ich den Weltrekord brechen. Ich hoffe, es kommen genug Leute. Was heißt Weltrekord? Bis jetzt ist der Weltrekord bei 64 Spielern. Das ist extrem schwer, weil das sind halt unheimlich viele Leute. Und diesmal will ich gucken, dass ich halt über 70 Leute halt da reinkriege. Die mitmachen, meinst du, oder ja, was? Genau, die mitmachen. Ja, das ist schon echt extrem heftig. So, Pink Panther sagt euch in einer Reihe auf vor mir. Pink Panther sagt, dreht euch um 180 Grad nach rechts, von euch aus gesehen. Perfekt. Oh, die Zone kommt. Das ist natürlich ungünstig. Ich wollte da nämlich gerade was machen. Gut, machen wir das anders. Pink Panther sagt, dreht euch nochmal um 180 Grad nach rechts, von euch aus gesehen. So. Ich weiß nicht, du guckst mir wahrscheinlich zu, ne? Ich werde jetzt einen Baum anschießen. Und dieser Baum ist tödlich. Pink Panther sagt, sucht euch einen Baum von diesen dreien aus, die vor mir stehen. Welcher Baum ist giftig? Okay. Ihr habt gewählt. Pink Panther sagt, das war es natürlich komplett für euch beiden. Da hinten war nämlich genau der Baum. So, das heißt, ihr beiden bleibt übrig. Pink Panther sagt, habt ihr beide eventuell einen Revolver zufällig? Ich habe einen, ja. Du hast einen, aber der andere wahrscheinlich nicht, ne? Okay, Pink Panther sagt, holt euch bitte hier vorne beide die grüne Pumpgun. Habt ihr beide noch volles Leben? Ja. Perfekt, dann, okay, Pink Panther sagt, folgt mir. Pink Panther sagt, stellt euch jeweils an eine Ecke von hier, von der Leitplanke. Jeder ein Ende. Der Fußballer geht an hier drüben, das eine Pink Panther sagt, stell dich hier hinten drauf. Und Pink Panther sagt, du stellst dich auf das andere Ende. So. Früher im Mittelalter hat man das so gemacht, dass man aufeinander zugewandert ist und halt immer Schuss um Schuss pro Schritt halt einen Schuss abgegeben hat, um den anderen wegzuholen. Das machen wir jetzt mit euch beiden auch. Von daher, Pink Panther sagt, geht jeweils immer ein von diesen Haltern hier jedes Mal bis eins bis da vorne hin und gebt jeweils dann immer einen Schuss ab, bis ihr beide, bis dann einer tot ist. Pink Panther sagt, auf die Plätze, fertig, los. Ja, nicht schlecht. Okay, Pink Panther sagt, nicht komplett nach vorne. Pink Panther sagt, wie viel hast du jetzt? Leben? Sag mir, Mensch, wie viel Leben hast 60. du? 60. Dann gib mir mal einen Schlag. Ich weiß nicht, wie viel zählt er ab? Mach mal. Pink Panther sagt, gib mir noch zwei Schläge. Noch einen Schlag. Oh mein Gott, bist du gut. Krass, okay. Pink Panther sagt, noch einen Schlag. Hallo? Okay. Prima. So, dann machen wir beide noch ein schönes Hacken-Duell. Auf die Plätze, fertig, los! Ah, ziemlich gekriegt. Na gut, Leute, aber vielen Dank. Theoretisch gesehen, Tino, hättest du ihn erschießen müssen, weil du hast nicht gesagt, richtig. Tino sagt, bei 3 geht's los. Ja, das stimmt. Aber es geht um den Spaß und war eine geile Runde, Digga. Genau, ich wollte jetzt auch nicht irgendwie da den dicken Mobby raushängen lassen. Nee, so, Jungs, ich sag schon mal danke fürs Mitmachen, Tino. Wir schnacken. Achso, du wolltest ja noch dein Video abmoderieren? Ja, moin. Ich mute mich schon mal. Danke, Tino.
So, Freunde, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich mega darüber freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben da lassen würdet. Versprecher von drin. Und natürlich ein Abo, das wäre extrem geil. Und heute, Samstagabend, 19 Uhr, Livestream. Denn da machen wir den Weltrekordversuch. Pink Panda sagt in PUBG. Ich hoffe, ihr schaut in den Livestream rein und ihr macht mit. Von daher, tschaußens!